Der Zusatzinhalt Flow Essentials vom Entwicklerteam Parallel 42 ist nun endlich auch am InSim-Marktplatz des Microsoft Flight Simulators 2020 gelandet. Weshalb sich ein genauerer Blick auf diesen Zusatzinhalt auf jeden Fall lohnt und mit welchen Einschränkungen die Xbox-User gerade kämpfen, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen auf Andiana TV. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Um das Ganze am Marktplatz zu finden, gebt ihr hier oben in die Suchleiste am Marktplatz einfach einmal Flow ein und klickt im Anschluss hier auf das entsprechende Icon. Für einen Preis von 14,99 € ist dieser Zusatzinhalt für Xbox und PC nun erhältlich. Viele Bewertungen gibt es noch nicht, die da sind, sind aber gut. Im weiteren Verlauf folgt dann eine ausführliche Beschreibung mit Bildern auf Englisch und wenn wir das Ganze installiert haben und in den Inhaltsmanager reingucken, dann nimmt das gerade mal 20,17 MB ein für die Version 23.24.5. Weitere Informationen gibt es hier noch nicht, dazu aber gleich mehr in der App, denn dort gibt es auch einen Verlauf über die Updates und da ist mehr zu sehen. Alle Inhalte hier in diesem Video stammen aus Aufnahmen auf Xbox Series X und die gewählte Location ist der George River Airstrip NZQE. Auf Neuseeland. Nach jeder Installation von neuen Inhalten empfehle ich die Aktualisierung des Rolling Cache sowie einen kompletten Neustart der Konsole, damit alles gut funktioniert. Und hier ist also nun unser neuer Inhalt, Flow Essentials. Beim erstmaligen Start kommt ein kleines Tutorial, das kann ich hier auch gleich nochmal anstoßen. Wir gehen jetzt hier rechts oben erstmal auf das Zahnrad und ich zeige euch alle Settings. Der erste Punkt hier zeigt das Xbox Controller Mapping. Das macht in dieser Reihenfolge auch direkt Sinn, finde ich, denn hier bekommt ihr einen direkten Überblick, mit welchem Knöpfchen ihr welche Aktion auslöst. Im zweiten Punkt findet ihr das eben erwähnte Tutorial. Hier könnt ihr dieses neu starten. Wie vorhin erwähnt, sobald ihr den Microsoft Flight Simulator startet, kommt dieses Tutorial automatisch beim erstmaligen Verwenden von Flow. In den Settings könnt ihr das Ganze hierüber dann erneut anstoßen und mir gibt es die Gelegenheit, euch das nochmal zu zeigen. Im ersten Punkt wird hier schlicht und einfach das Icon erwähnt, welches ab sofort oben in der Statusleiste zu finden ist. Im nächsten Step könntet ihr diese Toolbar einmal komplett ausblenden, also genau diese hier mit den ganzen Icons benötigt ihr an und für sich, nachdem ihr Flow verwendet, nicht mehr. Das könnt ihr hier einmal direkt deaktivieren oder ihr könnt den Punkt überspringen und später darauf zurückkommen. Wir lassen die Toolbar jetzt einfach mal und ich zeige euch das später in den Settings, wo ihr das deaktivieren könnt. Im nächsten Schritt bekommt ihr einen Hinweis darauf, wohin ihr in den Steuerungsoptionen navigieren müsst, um eine Kurzwahltaste für das Rad zu hinterlegen. Der nächste Punkt zeigt euch die unterschiedliche Farbkonstellation der Räder. Das Gedimmte ist dabei zum Beispiel nur im Editor sichtbar. Das Weiße ist immer sichtbar und für das Blaue könnt ihr flugzeugspezifische Einstellungen hinterlegen. Der nächste Schritt erklärt euch, wie ihr in die Settings kommt, also das Zahnrad an sich, welches rechts oben eingeblendet wird, wird hier gezeigt. Falls ihr eure E-Mail-Adresse hinterlegen wollt, um immer auf dem aktuellen Stand, was diesen Zusatzinhalt angeht, zu bleiben, dann könnt ihr das hier in diesem Schritt tun. Das skippen wir jetzt hier einfach mal. Und zu guter Letzt könnt ihr hier mit dem Handy einen QR-Code abscannen. Dahinter verbirgt sich dann ein Startguide für Xbox-User. Okay, das war also das Tutorial, welches bei der ersten Ausführung automatisch aufploppt. Wir gehen zurück in die Settings und sehen uns den nächsten Punkt an. Und da kommen wir dann zu Interface. Hier könnt ihr dieses Fenster vergrößern oder verkleinern. Außerdem könnt ihr hier unter diesem Punkt auch die Toolbar, also die alte Toolbar, die ihr kennt, oben im Display entsprechend ein- oder ausblenden. Da ich euch gleich noch ein paar andere Dinge in Bezug auf die Toolbar zeigen möchte, lasse ich die hier einfach mal noch eingeblendet. Nächster Punkt, The Wheel. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, dieses Rad entsprechend zu vergrößern oder zu verkleinern. Hier könnt ihr dann die Richtung verändern, in der ihr durch die Seiten blättert. Wenn ihr den nächsten Punkt anhakt, Always Centered, dann zentriert sich immer das Rad. Ihr könnt das natürlich auch entsprechend umplatzieren, dorthin, wo ihr möchtet. Wenn ihr hier bei Always Centered den Haken setzt, dann bleibt das immer zentriert.
Und der nächste Punkt, Keep Open, wenn ihr diesen anhakt, der zeigt euch dann das Rad dauerhaft an, auch dann, wenn ihr in unterschiedliche Widgets wechselt im Rad. Unter Toggle Wheel könnt ihr das Rad einfach ein- und ausblenden, zu Testzwecken hier für eure Einstellungen. Und ganz unten gibt es nochmal den Hinweis, also den Pfad, wie ihr in die Steuerungsoption reingeht, was ihr suchen müsst, damit ihr eine Taste hinterlegen könnt. Unter Simulation ist standardmäßig ein Haken gesetzt unter Fix Active Pause. Wenn ihr diesen gesetzt lasst, so deaktiviert ihr automatisch jetzt auch während der aktiven Pause die Flight Controls sowie auch den Verlust von Treibstoff. Unter Nameplates verbirgt sich auch eine sehr interessante Funktion. Wer mit mir in den Community-Events immer unterwegs ist, der weiß das. Die Namensschilder sind eine sehr gute Orientierung. Wer fliegt mit einem, mit welchem Flugzeug ist er unterwegs und so weiter. Und genau diese Darstellung kann man hier individualisieren. Im Endeffekt ersetzt ihr die Standard-Nameplates durch Custom-Nameplates. Könnt entscheiden, ob neben dem Namen eben auch noch das Flugzeug und so weiter angezeigt wird. Ihr könnt auch einstellen, ob ihr ausschließlich eure Freunde anzeigen lassen wollt. Könnt Großbuchstaben erzwingen und auch einen kleinen Punkt, einen Aircraft Marker, darstellen lassen. Außerdem habt ihr Einfluss auf die Größe der Darstellung sowie auch die Farbe. Und ganz unten könnt ihr euren Freunden sogar eine eigene Farbe geben, sodass sich diese sofort optisch vom Rest unterscheiden. Das ist, wenn man gerne im Multiplayer unterwegs ist wie ich, schon eine sehr schöne Ergänzung. Der letzte Punkt nennt sich dann noch DevTools bzw. Safe Mode. Dahinter verbergen sich Einstellungen, die der Pro-Variante am PC vorenthalten sind. Hier könnte man dann zum Beispiel auch mit eigenen Skripten arbeiten. Es gibt von Flow ja insgesamt 3 Varianten auf der Entwicklerseite. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Am InSim-Marktplatz gibt es ausschließlich die Essentials-Version. Unter Updates findet ihr dann abschließend einen Verlauf aller bisherigen Aktualisierungen. Okay, dann drehen wir mal ein bisschen am Rad. Schauen wir uns doch die einzelnen Punkte einmal etwas genauer an. Ein paar Widgets sind standardmäßig bereits hinterlegt. Die könnt ihr natürlich alle noch verändern und individualisieren. Es gibt aber auch noch freie Stellen und diese belegen wir jetzt hier einfach mal. Dazu halten wir hier die A-Taste einmal gedrückt und dann öffnet sich das Fenster ein Stück weiter. Und wie ihr hier seht, haben wir jetzt auf den ersten Blick hier am Rad noch 3 freie Stellen. Die können wir noch schön belegen. Deshalb habe ich auch die Toolbar oben noch offen gelassen. Einfach um zu sehen, welche Icons möchte ich denn hier noch mit integrieren. Da wäre zum Beispiel das Campout Utility. Ich würde gern die Flugsicherung hier noch mit aufs Rad packen oder auch die Checklisten. Und das machen wir jetzt hier einfach mal. Hier auf der linken Seite seht ihr alle möglichen Dinge, die ihr aufs Rad packen könnt. Das geht zum Beispiel los mit individuellen Widgets der Flow-Entwickler und geht weiter mit allgemeinen Kurzwahlmöglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr den Autopiloten hier, Autopilot Master, einmal auch rüber auf das Rad schieben, per Drag and Drop einfach die A-Taste gedrückt halten und den Autopiloten einmal hier mit rüberschieben. Das ist jetzt nicht meine erste Wahl für diese Position, deshalb kann man das auch ganz einfach wieder weglöschen. Aber um das nur mal im Ansatz zu zeigen, ihr habt hier jede Menge Möglichkeiten für Kameras, für allgemeine Kontrollen. Ihr könnt die Türen zum Beispiel auch über das Rad steuern. Ihr könnt Teile der Elektrik steuern. Ihr könnt euren Treibstoff entsprechend beeinflussen. Selbst die Auswahl der Server könnt ihr hier auf Kurzwahl legen auf das Rad. Ihr habt die Möglichkeit, eure Lichter entsprechend zu hinterlegen. Unter MSFS Panels findet ihr alle Icons aus der normalen Statusleiste ganz oben. Und so packe ich mir jetzt auf das Hauptrad, nenne ich es jetzt einfach mal, noch die Flugsicherung, die Checklisten und das Campout Utility. Und dabei ist völlig egal, wo ihr das hinpackt. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, über A das Icon zu greifen und zu verschieben. Und wer jetzt glaubt, das war alles, der hat sich tatsächlich getäuscht, denn es geht noch viel, viel tiefer. Zum einen habt ihr hier in diesem mittleren Kreis mehrere kleine Punkte und diese könnt ihr über diesen Reiter hier, entweder über die Tasten am Gamepad oder wo ihr es eben hinterlegt, oder hier über diese Buttons entsprechend ansteuern. Und auch dort habt ihr weitere Möglichkeiten,
Dinge zu hinterlegen. Und genau dort finden sich dann auch die individuellen Räder wieder mit ihren Farben. Ihr erinnert euch, in den Settings sind wir da drauf schon gestoßen. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit, flugzeugspezifische Dinge zu hinterlegen. Und so habe ich jetzt hier bei meiner Fox 2 die Möglichkeit, ganz individuell genau dafür ein Rad zu hinterlegen. Und ja, selbst das ist noch nicht genug. Wir gehen hier einmal zurück und ich lösche hier einfach mal den Punkt Flugsicherung heraus. Und dem frei gewordenen Bereich kann ich hier jetzt einen Ordner hinterlegen. Ihr seht hier, das ist jetzt leer. Ich kann auf Create Folder gehen und dann wird mir an dieser Stelle ein Ordner angezeigt. Diesen kann ich auch benennen und ein individuelles Icon hinterlegen. Und wenn ich jetzt hier diesen Bereich anklicke, dann öffnen sich wiederum Räder, die ich auch individualisieren kann. Auch da gibt es jetzt zum Beispiel wieder zwei Seiten, also direkt wieder gleich 20 neue Möglichkeiten, Icons zu hinterlegen. Ihr seht, worauf ich hinaus möchte, das Ganze ist schon sehr tiefgängig. Wie vorhin erwähnt, die Entwickler von Parallel 42 haben eigene Widgets mit eingebaut, die standardmäßig von Anfang an hier hinterlegt sind. Und da wäre zum Beispiel das Portal. Hier könnt ihr ganz oben nach Freunden oder Koordinaten suchen und diese eingeben. Ihr seht darunter ganz genau, wo ihr euch gerade befindet. Ihr seht, welche eure Freunde gerade online sind. Und ganz unten habt ihr die Möglichkeit, eure favorisierten Airports zu hinterlegen und auch wieder zu entfernen. Die Karte auf der rechten Seite könnt ihr genauso bedienen, wie ihr es auch von der VFR-Karte her gewohnt seid. Allerdings, und das ist schon eine sehr krasse Funktion dieses Widgets, könnt ihr euch hier auch teleportieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Runway Nummer 2 vom NZMJ. Das wird mir hier unten auch alles sehr schön angezeigt. Und wenn ich meine, ich bin soweit, kann ich hier einmal auf Go klicken. Und ich lasse jetzt hier mal die Original-Ladezeit. Es heißt jetzt hier Going to NZMJ Runway 2. Und nach kurzer Zeit finden wir uns genau da wieder. Das ist schon ziemlich cool. Und das Ganze könnt ihr hier nicht nur beliebig über die Karte machen, sondern ihr könnt auch beispielsweise direkt einen eurer Freunde anklicken, der hier online ist, und euch direkt dort hin teleportieren. Und um das gerade nochmal zu zeigen, ich habe hier unten einen favorisierten Airport, also denjenigen hier, NZQE, hinterlegt, George River Airstrip. Das ist genau dieser Flugplatz, wo wir gerade waren, und dahin gehen wir jetzt einmal zurück. Das Gute ist, ich kann auch direkt jede Startposition bzw. Parkposition und so weiter, jede Seite der Start- oder Landebahn anwählen, ganz individuell wie auch sonst auf der Weltkarte im Hauptmenü. Und da sind wir zurück. Neben dem Portal-Widget gibt es auch noch das sogenannte Positions-Widget. Im Grunde haben wir hier Zugriff auf die gleiche Karte wie auch im Portal. Unsere genaue Position wird angegeben. Wir können raus und rein zoomen und auch so Detailangaben wie zum Airport, zum Beispiel George River Airstrip, wie es hier unten steht, sind auch mit angegeben. Verschieben können wir die Fenster natürlich auch, das geht wie gehabt. Wir packen das ganz oben an dieser Leiste und schieben es dorthin, wo wir es haben möchten. Außerdem haben wir hier ein neues Widget für die Zeit. Das lässt sich etwas komfortabler bedienen als das, was wir bisher kennen. Wir können hier diesen Punkt einfach an die entsprechende Stelle ziehen. Wir können aber auch zum Beispiel Zeitsprünge machen, hier unten mit einer Minute, 15 Minuten, 6 Stunden oder 12 Stunden. Und je nachdem, worauf wir klicken,
springt die Zeit an die gewünschte Stelle. Die jeweiligen Zeitsprünge können dann über die rechte Seite hier im Plusbereich oder auf der linken Seite in den Minusbereich laufen. Unten in der Mitte haben wir Zugriff auf das Datum und links oben haben wir die Möglichkeit, die Zeit komplett zu pausieren. Ein weiterer neu gestalteter Bereich ist das Wetter. Was hier in diesem Fenster direkt auffällt, ist die Angabe des Windes. Man sieht, aus welcher Richtung er in welcher Stärke kommt. Außerdem habt ihr natürlich nach wie vor die Möglichkeit, auf die Wetter-Presets direkt zuzugreifen. Auch gut sind die Angaben hier einmal zu der Gradzahl, also wie viel Grad hat es hier insgesamt im aktuellen Wetter-Preset und die Angabe für den Höhenmesser. Außerdem, wenn wir jetzt hier mal an dem Wetter ein bisschen hin und her schalten, seht ihr direkt die Veränderung der Windverhältnisse. Das nächste Icon kennt ihr auch aus der bisherigen Toolbar, da geht es um den Treibstoff, um die Gewichte und Gleichgewichte. Dieses Fenster wurde nicht weiter verändert und kennt man aus der Standard-Toolbar. Und dann haben wir hier abschließend noch das neu gestaltete Fenster mit den Kameraperspektiven. Hier gibt es über Flow natürlich auch die Möglichkeit, schneller auf einzelne Perspektiven zuzugreifen und man entdeckt auf einmal Kameraperspektiven, die zwar schon immer da waren, aber die man an und für sich sehr selten bzw. nie wirklich genutzt hat. Auch das macht den Umgang mit dem ganzen Thema um einiges einfacher und zugänglicher. So, das sind also im Groben die Möglichkeiten, die euch Flow bietet. Und jetzt wollte ich mein Flugzeug einfach starten und losfliegen. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Sobald Flow aktiviert ist, lässt sich über den Controller in der Cursor-Ansicht kein Knopf mehr bedienen im Cockpit. Ich habe uns fürs leichtere Verständnis hier oben direkt mal nochmal die Toolbar auch mit eingeblendet. Also ihr seht, jetzt ist Flow aktiv und ich kann keinen Knopf mehr über die normale Cursor-Steuerung bedienen. Deaktiviere ich Flow, funktioniert alles ganz normal. Aktiviere ich Flow hier wieder, funktioniert über den Controller in der Cursor-Steuerung nichts. Nur zur Erinnerung, wir sind hier auf Xbox unterwegs. Um das Ganze jetzt mal gegenzuchecken, habe ich einmal Maus und Tastatur noch zusätzlich mit angeschlossen. Ich zeige euch das hier mal in den Steuerungsoptionen. Zusätzlich zum Controller ist hier also jetzt einmal angeschlossen Maus und Tastatur. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einmal nur mit der Maus steuere, mit aktivem Flow auf der Xbox, funktioniert alles ganz normal. Egal ob Flow aktiviert ist oder nicht, die Steuerung mit Maus ist kein Problem. Hingegen, sobald ich den Controller hier wieder in die Hand nehme, ihr seht das an dem größeren Cursor, geht mit aktivem Flow nichts. Hier gibt es also einen Konflikt bei der ausschließlichen Steuerung mit Controller. Und ich habe es mit mehreren Flugzeugen getestet, es ist überall genauso. Daraufhin habe ich mein Problem auf dem offiziellen Discord des Entwicklers gepostet im entsprechenden Support-Bereich, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch an keiner Stelle irgendwelche Informationen über ein bekanntes Problem. Der Entwickler wiederum konnte das Ganze rekonstruieren und somit bestätigen und hat nun ein Ticket im Bereich des Dev-Support von Asobo aufgemacht, auf dessen Unterstützung man jetzt hier im weiteren Verlauf hofft, die man auch dringend benötigt. Alleine eine Antwort bleibt Asobo 24 Stunden nach Erstellung des Beitrags schuldig. Das Einzige, was Parallel 42 aktuell machen kann, ist darauf hinzuweisen, das haben sie 2 Stunden, nachdem ich mich an sie gewandt hatte, auch auf ihrer offiziellen Homepage gemacht. Dort heißt es: Wir wurden von einigen Benutzern darüber informiert, dass die Cockpit-Interaktionen bei Verwendung des Controller-Cursors unterbrochen sind, wenn Flow aktiv ist. Also genau mein Problem. Es gibt 3 Ansätze, um das Ganze, bis es gepatcht wird, zu umgehen. Erstens könnte man Flow über die Toolbar einfach deaktivieren, während man in der Cockpit-Vorbereitung vor dem Start ist. Zweitens, man kann, wenn man den Cursor-Modus nicht aktiviert und nur die Kamera entsprechend dreht, einen kleinen weißen Punkt auf die Schalter legen, um dann die Schalter zu bedienen. Auch das geht. Ich zeige euch auch das gleich noch in der Praxis. Oder drittens, so wie ich es euch auch schon gezeigt habe, ihr schließt Maus und Tastatur an oder einfach nur eine Maus und könnt dann über den normalen Mauszeiger alles problemlos bedienen.
Abschließend heißt es, wir haben das Problem repliziert und ein Thread in den Dev-Support-Foren für Asobo eröffnet, um das Problem hier zu beheben. Ein entsprechender Link ist beigefügt und wir hoffen, dass dieses Problem im nächsten Sim-Update behoben wird. Also an eine schnelle Lösung ist jetzt da nicht direkt gedacht, sondern das wird wohl noch etwas dauern. Hier seht ihr jetzt noch das versprochene Beispiel, was mit dem zweiten Punkt gemeint war. Ihr steuert die Knöpfe also nicht über die Cursor-Variante, also in dieser hier gezeigten, sondern ihr macht den Cursor einfach aus und bewegt die Kamera, dann habt ihr diesen kleinen weißen Punkt in der Mitte und wenn ihr den über den Schalter legt, dann könnt ihr ihn bedienen. Wie fällt mein persönliches Fazit für diesen Zusatzinhalt aus? Das Tool an sich hatte ich schon länger im Blick, finde es mega gut und auch den Preis von 14,99 € finde ich absolut gerechtfertigt. Bereits im April hatte ich den Entwickler Parallel42 kontaktiert, um nachzufragen, wann das Ganze denn jetzt am offiziellen Marktplatz erscheint, sodass es auch auf Xbox verfügbar wird. In der Antwort hieß es, dass Flow Essentials schon seit Monaten bei Microsoft Asobo zur Prüfung eingereicht wurde und man nur noch auf die Freigabe wartet bzw. die Veröffentlichung. Jetzt ist es endlich da und was soll ich sagen, die Steuerung mit Controller, auf der ja viele auf der Xbox einfach nur mehr unterwegs sind, funktioniert nicht ohne Probleme. Wer mit den gezeigten Einschränkungen am Controller kein Problem hat, dem empfehle ich dieses Tool uneingeschränkt. Wer eine Kombination aus Maus und Tastatur nutzt, absolute Empfehlung, tolle Ergänzung. Wer ausschließlich mit dem Controller unterwegs ist und Bedenken hat, dem empfehle ich zu warten, bis das nächste Update da ist. Ich werde im ersten Kommentar hier unter dem Video immer wieder Ergänzungen posten, sodass ihr einen aktuellen Stand habt über die Updates und sobald das Ganze ohne Probleme funktioniert, werdet ihr es dort finden. Sämtliche Quellen zum Gezeigten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr Ergänzungen oder Fragen zu dem Thema haben, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Auf die Frage hin, ob das Ganze auch im Flight Simulator 2024 funktionieren wird, kann ich euch nur sagen, ich hoffe es. Sollte euch dieses Video weitergeholfen und gefallen haben, dann lasst mir sehr gerne wieder ein Däumchen da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.